Willkommen zu einem weiteren Part von Resident Evil Village. Und wir spielen direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Vorhin hat uns dieser Werwolf angegriffen und jetzt... Jetzt gucken wir uns hier weiter im Dorf um. Was ist hier los? Wir wissen, hier sind Werwölfe. Gehen wir mal hier rein. Wollen wir da hoch? Ich weiß nicht. Munition. Ah, nur... Bruder. Wolltest du mich? Wieso geht das Ding nicht an? Eben war das X noch da. Nichts passiert. Schön die Tür barrikadieren und schnell hoch da. Oh, Digga, morsches Holz. Noch, wow. Die sind ja überall. Erste Hilfe. Mit L2, L1 können wir uns heilen. Wo müssen wir hin, verdammt? Ich fürchte, wir haben hier gleich unseren nächsten Werwolf. Oh, Bruder, bleib mal. Gut, der ist... Ah, geh weg! Bleibt der jetzt noch mal liegen? Der ist tot. Schießpulver gefunden. Ist das... vorbei? Hoffen wir mal, ne? Bro, nein, ich meinte nicht dich. Wenn ich streame, meine ich generell niemanden, aber du bist ja hier, Digga. Aber trotzdem, mit Bruder meinte ich nicht dich. Nein, alles gut. Ich wollte gerade sagen, meinst du nicht, Digga? So. Wieder im Game. Wo müssen wir hin? Können wir da raus? Nein, hier sind wir reingeraten. Im Ostteil der Stadt. Aber die Werwölfe sind immer noch hier. So, wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Hier waren wir vorhin. Da sind wir rein. Von der anderen Seite verschlossene Tür. Nun ja. Oh, hier sind noch mehr von denen. Bloß weg. Was haben wir denn da Schönes? Neue Muni? Die kriegen wir nicht umsonst. Die kriegen wir nicht umsonst. Ja. Hier ist direkt der Nächste. Mission. Schwarzpulver. Was ist da? Kraut. Ein Gewehr. M1897. Wow. Die sind voll Mehl. Okay, die können nicht angreifen, wenn wir hier sind. Wechseln sie mit L1 und R2 R1 zu Objekten, okay. Können wir Munition herstellen? Nein, wir können nur eine Heilung herstellen. Aber da habe ich keine Lust drauf.
Die haben überhaupt gar keine Muni mehr? Rostige Reste. Mit rostigen Resten können wir jetzt... Kein Ende. Müssen hier runter. Wir können jetzt Munition herstellen, oder? Jetzt haben wir wieder schon Bastler-Trophäe erhalten, okay. Bloß weg hier. Oh, geh dort durch! Idiot. Er hat sich einfach nicht. Wir müssen schnell weg hier. Jedes Mal werden wir gebissen. Wir können uns nicht umgucken, ne? Wir können uns nicht umgucken, wir müssen leider weg. Überall sind sie. Scheiße, nicht im Ernst. Ja. L1 blocken, wir haben geblockt. Weniger Schaden bekommen. Verschlossene Tür, was? Ganz im Ernst, was ist unsere Mission? Den Angriff überleben, ah ja. Ja, Bruder, es geht, Digga. Jetzt übertreiben sie, was ist das für ein Monster? Oh, wir spielen nur Standard. Boah. Wir sind tot. Ja! Ja, Digga! Alles klar! Sie sind tot! Game over! Bruder! Leute! Was war das? Der König der Werwölfe oder was? Rufen Sie die Karte mit Ihrem derzeitigen Ziel sowie Notizbuch auf. Ja, unser derzeitiges Ziel ist Überleben. Ist das vorbei? Naja, ist es nicht, ne? Hallo. Wenn noch irgendjemand überlebt hat, komm zu mir. Zu Luisas Haus, oben beim Acker. Überlebt? Jemand hat überlebt? Okay, wo? Wo beim AK? Wir haben noch nicht alles erkundet. Wir werden schon übelst hier empfangen. Wir müssen jetzt noch diesen Killerangriff überleben. Und ich muss erleben, dass mein Controller natürlich leer ist. Wieso auch nicht? Und ich gerade überhaupt nichts dagegen tun kann, weil ich ja gerade streame. Oh Mann, na hoffentlich hält er noch durch. Weil wir gerade erst 9 Minuten dabei sind. Ja, hier war ja nichts mehr, ne? Okay. Gehen wir auch direkt mal dahin, wo, da brauchen wir auch nicht lang, oder? Okay, da hockt einer.
Nimm dir doch die Waffe, du Idiot! Verdammt! Rostige Reste. Den Angriff überleben. Ja. Okay. Frage ist, ne? Boah, du dummer Idiot, Digga. Kletter da jetzt. Guck mal, was macht er? Entscheide dich mal, entweder zu laufen oder dich zu ducken. Es nimmt kein Ende. Können wir schon Amy Munition machen? Nein, können wir nicht. Wir haben keine Munition, ne? Quarzpulver? Wow, ja, wo kommen die denn alle her? Hier können wir auch nicht hin. Da müssen wir da wohl hochlaufen. So wie vorhin. Entweder den Berg hinauf. Ich hab Ernst. Da. Ach, Mensch. Ich sieh's ja den Angriff überleben. Der Dicke kommt noch nicht, ne? Komm nur rein, Digga. Ich hab hier was für dich. Was richtig Schönes. Boah. Schnell hochklettern. Nein, du bleibst oben. Wieder Munition erstellen. Was das für ein Monster ist, ne? Wer hat auf uns geschossen? Ah ja, alles klar. Der arme Ethan, was der alles erleiden muss. Wo sind wir da bloß reingeraten?
Ja, ich weiß, dass du ein behaartes Monster bist. Das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Oh, das habe ich ihn beleidigt. Das war ja... Eine kaputte Hand, ein angeschossenes Bein. Das fängt ja gut an! Naja, du hast ja noch drei Finger, ne? Acht, um genau zu sein. Wer ist denn die Alte? Warten! Dem gehen wir noch auf den Grund. Keine Likes für Likens. Trophäe erhalten, Bronze. Aha. Ist verschlossen, die Tür. Jetzt können wir wieder erkunden. Vielleicht finden wir noch irgendwo Munition. Das wäre ganz gut. Oh Mann. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, ne? Dass wir so brutal angegriffen werden. Aber es ist passiert. Und hier sind wir bei der alten Frau. Im Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Ja, Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie Die Alte jedenfalls zurück. Nicht. Rose ist hier? Erstmal hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell unser Gewehr bekommen, unsere Waffe und unser Messer. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass schon so schnell Action ist. Aber wer ist Mutter Miranda? Das werden wir noch herausfinden. Jetzt müssen wir nach Rose suchen, unserem Baby. Und das kennen wir ja schon aus der Demo. Ne? Dieses Haus hier, den ganzen Blumen und Kerzen. Gucken wir einmal rein. Erste Hilfe Arznei. Können wir schon wieder etwas herstellen? Boah, konnten wir. Das ist eine erste Hilfe. Oh, sieht doch ganz nett aus hier, ne? Dieses Schloss ließ sich leicht knacken. Okay. Oh, schade. Können wir jetzt noch nicht. Oh, große Lycans, sagenhafte Wolfmonster von einst. Möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen. Möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Akten finden Sie im Tab, Notizbuch. Das alles war. Karte aufrufen. Walkürenstatue. Ja, wir haben noch einige Gebäude zu durchsuchen, ne?
die sieht auch mal stattlich aus. Wir wollen ja möglichst viel zeigen. Verschlossen. Irgendwas fehlt. Hier ist wieder so ein Brunnen. Vorhin war ja auch schon mal da so ein Brunnen. Rostige Reste. Immer gut. Zeremonieplatz und Schloss Dimitrescu. Da wollen wir letztendlich ja hin. Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Einwohner. Wer hat sie zerstört, dem möge der Zorn Mutter Mirandas erteilen. Boah, damit haben wir uns den Zorn zugeschwungen, Trophäe Zyniker erhalten. Haben wir doch gern gemacht. Kann man Gräber lesen? Nee, ne? Doch. Nee, doch nicht. Nur ein Kraut gefunden. Hier müssen wir zwei wie. Zum Schloss. Ja. Hier kann man was einsetzen. Gucken wir uns einmal um hier draußen. Na? Hier ist wieder so ein Brunnen. Und hier waren wir auch schon mal. Mal rein in die gute Stube. So. Sieht aus wie so eine kleine Kirche. Das ist wohl auch eine. Hier können wir einmal speichern. Das machen wir gleich. Jungfernfragment gefunden. Sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, finden die zwei Reliefragmente. Eines ist in der Kirche, eine bei Luisas Haus. Kirche. Und das andere bei dem Haus. So. Und was zu verstehen, bestimmt ist es das Haus hier hinten. Ja, ansonsten ist in dieser Kapelle ja auch nichts, ne? Komm, wir setzen das eine schon mal ein. Passt. Die Hälfte der Miete ist schon bezahlt. Boah, gucken wir einmal, was hier ist. Hier laufen wir schön hoch. Bestimmt auch wieder so eine verschlossene Tür. Ja, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Kommen wir inzwischen nicht durch. Zu Luisas Haus. Müssen wir. Aber kommen wir ja nicht rein. Hier kommen wir zum Beispiel ja gar nicht rein. Von der anderen Seite verschlossen. Die alte Frau hat uns ausgesperrt. Hier waren wir schon. Warum rennen wir hier schon wieder runter? Ja, aber wohin denn? Ich verstehe es gerade nicht.
Hier kommen wir auch noch nicht rein. Lauter verschlossene Türen, die sich uns wohl erst später öffnen werden. Aber die hier müsste offen sein. Hä? Ist sie auch nicht? Okay. Das wäre somit eigentlich der einzige Weg, da durchzukommen. Aber wir können ja mal versuchen, hier durchzukommen, ne? Was ist denn mit diesem? Hier ist auch eine Tür, wo wir nicht durchgehen, oder ein Durchgang. Keine Ahnung. Dann weiß ich gerade ehrlich gesagt auch gar nicht weiter. Mann, das nervt mich jetzt schon. Waren wir da schon drin? Ja. Nach Rose suchen und einen Weg ins Schloss finden. Das habe ich schon verstanden. Aber wir kommen ja nirgends durch. Alles ist versperrt, jeder einzelne Weg. Na gut. Reden wir über was anderes. Meine Impfung zum Beispiel, während ich den Weg suche. Ich weiß ja, viele von euch werden sich nicht impfen. Und einige von euch werden sich impfen. Jeder hat seine Meinung dazu. Schön und gut. Ich zum Beispiel arbeite in einem Beruf, wo es besser ist, sich zu impfen. Weil er sozial ist. Ich habe BioNTech bekommen. Und habe ja nächste Woche meine Zweitimpfung. Hoffe auch, dass ich das alles überstehe und nicht krank bin und streamen kann und sowas, ne? Aber meine Frage ist mal, wie geht es denn euch damit? Wie kommt ihr mit der Impfung klar? Werdet ihr es machen oder werdet ihr es nicht machen? Wenn ihr es nicht macht, warum werdet ihr es nicht machen? Das wäre mal interessant zu wissen. Ich kann die Gründe verstehen, warum man es nicht machen würde. Man kennt weder die Spätfolgen. Es gibt keine Studien darüber. Keiner weiß, was kommt. Aber dennoch, was haben wir denn da eigentlich gefunden? Mine, eine Kontaktmine, die wir legen können. Ja, super. Prima. Ja, so viel zur Impfung, ne? Und einen Tipp kann ich jedem geben. Lasst euch nicht von AstraZeneca impfen. Ich weiß, es ist Schwachsinn für einige, jeder soll seine Meinung haben, aber hätte ich AstraZeneca bekommen, hätte ich mich geweigert. Ich habe Glück, dass ich BioNTech bekommen habe. Viele meiner Freunde haben BioNTech bekommen, worüber ich froh bin. Und den Quatsch, was in den Medien steht, dass man angeblich zwei verschiedene Impfungen bekommen soll. Das ist Quatsch. Wenn das so ist, ich hätte es nicht gemacht. Aber jedem das seine, ne? So, und nun zurück zum Spiel. Da ist eine Holzkiste. Ich will die öffnen, auch wenn hier Wölfe im Feld sind. Schwarzpulver. Oh mein Gott. Ich will hier schnell raus.
Schnell, bevor sie kommen und uns angreifen. Ja, lasst uns doch rein! Schließen Sie die Tür. Bitte. Bro, ihr seid meine Rettung. Was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte. Oh, steck schnell dein Messer ein. Wir wollen dir nichts tun. Ich tue ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. In Luisas Haus Schutz suchen. Na gut, von der Demo weiß ich inzwischen schon ein bisschen. Und wenn wir Glück haben, haben wir auch genügend Zeit, uns irgendwie umzugucken. Ja, dann müssen wir lang. Irgendwas fehlt. Natürlich. Gut, dass wir 18 Schuss haben. Ah, erste Hilfemittel. Schließen. Plumpsklo oder was? Das ist eines der Reliefs drin, aber der Türriegel ist festgeschraubt. Ah, das kriegen wir nachher noch auf. Wir werden den Dietrich finden. Boah, erstmal müssen wir die beiden reinlassen. Kommt, alles gut. Los, schnell! Der Alte dagegen sieht nicht so gut aus. Wurde aber auch Zeit. Wir wissen ja, was mit ihm passiert. Und ich hasse es, Spiele zu streamen, die ich schon kenne. Helfen zu lassen. Tut mir leid. Weil ich dann schon gespoilert bin. Oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still. Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Mein Freund. Hau ab. Vater, um Himmels Willen, lass uns rein. Nein, sie riechen das Blut. Es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Sehr unhöflich, tja, dieser Julian. Wenn Elena dir vertraut, dann tu ich es auch. Komm rein, Ethan. Danke für dein Vertrauen. Ich fühle mich geehrt, my lady. Warte hier. Ich sehe nach den anderen. Hier können wir wieder speichern. Schönes Easter Egg, dass man das auswählen kann. Luisa. Luisa. So. Sie haben schon wieder viel gerissen.
Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Hier sind Bilder von einem Dorf. Hier lang. Nicht schlecht. Das sind schon tolle Bilder, also. Die waren ja auch schon in der Demo verfügbar. Und jetzt auch im Hauptgame. Ja, wir speichern einmal schnell unseren Fortschritt. Diesmal brauchen wir auch keinen Ladescreen dafür. Sondern können einfach so speichern. Das ist gut. Und dann würde ich sagen, ich beende diesen Stream auch schon an der Stelle. Und wir machen nächstes Mal weiter. Na? Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Resident Evil Village.